Hallo meine Lieben, vielleicht habt ihr euch auch schon mal die Frage gestellt, wer hat eigentlich Gelnägel erfunden und seit wann gibt es künstliche Fingernägel eigentlich? Ich habe ein bisschen für euch recherchiert und während ihr eine klassische Pink and White Modellage seht, erzähle ich euch, wie alles angefangen hat. Wenn ihr meinen Kanal noch nicht kostenlos abonniert habt, dann holt das doch gerne nach und vergesst auch nicht, das Glöckchen zu aktivieren, dann werden euch weitere spannende Videos von mir automatisch angezeigt. Jetzt geht's aber los zur Geschichte des Gelnagels. Man möchte meinen, dass es die Kunst am Fingernagel noch gar nicht so lange gibt, aber falsch gedacht. Bereits in der griechischen Mythologie findet man nämlich Hinweise zu verschiedenen Formen der Nagelverschönerung. Zwar gab es die Modellage, wie wir sie heute kennen, in dieser Zeit noch nicht als solche und es waren auch eher die Männer, die ihre Macht demonstrierten, indem sie ab 1800 vor Christus begannen, ihre Fingernägel mit natürlichen Färbemitteln wie zum Beispiel Kohle dunkel zu färben. Und je dunkler der Nagel gefärbt wurde, umso mehr Macht hatte der Mann oder es sollte eben die Macht darstellen. Aber auch nicht ganz so reiche Männer färbten sich ihre Nägel jedoch dann eben etwas heller und eventuell auch eher in solchen grünlichen Tönen. Auch wenn das nicht dem Bild der heutigen Nagelkunst entspricht, so war es doch der Anfang. Ab 1400 vor Christus könnte man sogar schon vom ersten Nagellack sprechen. Da Nofretete, Legenden zufolge, ihre Nägel mit Blut färbte, ist jetzt nicht ganz so nice, aber die Gute dachte sich, schicke Nägel gehören eben zur Schönheit dazu. Die erste Verlängerung hingegen der natürlichen Nägel lässt sich um 1100 vor Christus finden. Der chinesische Adel trug in der Zhou-Dynastie, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, mit Edelstein verzierte Nagelspitzen, die aus Metall gefertigt wurden und dann einfach auf die Fingerkuppe aufgesteckt wurden. Auch hier war dies ein Zeichen von Macht und Reichtum. So entwickelte sich die Nagelkunst über die Jahrhunderte. Von handgemachter Henna-Nail-Art, die dann später zum Beispiel in Indien auch auf die Hände aufgemalt wurde, auf Nägel aufgebracht wurde mit kleinen Holzstäbchen, bis hin zum ersten Maniküre-Studio um 1878. Die gute Mary E. Cobbs, die Besitzerin, eröffnete dann weitere Filialen, entwickelte kosmetische Produkte für die Nägel und hat eben auch ihr Wissen an ihre Schüler weitergegeben. So kam dann der Wandel vom Machtsymbol zum Beauty-Accessoire der Damen. Ganz selbstbewusst trug die moderne Frau gerne rosé-lackierte Nägel, auch mit einem sehr speziellen Muster in Halbmondform, welcher dann mit einem Roséton versehen wurde, teilweise auch nur mit Klarlack. Und später kamen dann rot lackierte Nägel voll in den Nageltrend. Soweit ich weiß oder mich recht erinnere, trug auch Marilyn Monroe in Schwarz-Weiß-Filmen beispielsweise rote Nägel. Auch wenn man das im Schwarz-Weiß-Film eher nur als einen gräulichen oder schwarzen, dunklen Ton wahrgenommen hat, so wurde es trotzdem durch eben Kinoproduktion auch in die Welt hinausgetragen, sodass alle Damen eben verrückt nach roten Nägeln wurden. Jahre später, am 18. Mai 1955, war es dann endlich soweit. Der Zahnarzt Dr. Fred Slack erfand die erste Form von Acrylnägeln, eigentlich nur durch Zufall. Er reparierte zunächst nur verletzte Nägel mittels eines Stück Alufolie, ähnlich so wie das, was wir heute eben als Schablone nutzen, nutzte er ein Stückchen Alufolie und zahntechnisches Acryl, um den Nagel wieder in Form zu bringen. Der gute Dr. Slack war natürlich klug genug und hat sich das Ganze patentieren lassen, da ihm diese Methode zur Reparatur von beschädigten Naturnägeln so gut ankam, hat er dann 1970 beschlossen, ich entwickle einfach mal Acrylprodukte, die speziell für Fingernägel geeignet sind und eben ein super easy System sind, um sich die Fingernägel nicht nur zu verstärken, sondern eben auch zu verschönern. Es ging eben dann nicht mehr nur darum, Fingernägel zu reparieren. Es ging wirklich um die Schönheit und die Verlängerung der Nägel. Damit setzte Dr. Slack einen Meilenstein für die künstliche Modellage. In den wilden 80ern ging es dann schließlich los und zwar French Nails wurden geboren.
Man hat die French Nails eben zu allem tragen können, was in den 80er Jahren so bunt war, und alles hat trotzdem gepasst, weshalb diese Nägel oder die Art der Nägel so beliebt war. Auch hat man wohl, soweit ich weiß, bunte Spitzen getragen, weiße Spitzen, so wie man es eben kennt. Und ja, einige Jahre später dann, um 1989 rum, wurden schließlich auch die heute beliebten und kaum wegzudenkenden vorgefertigten Nägel zum selber aufkleben erfunden. Unsere heutzutage beliebten Press-ons. Ihr weißt, ich bin ein absoluter Press-on-Lover. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was bevorzugt ihr? Press-ons oder selbstgemachte Nägel? Ich mag beides natürlich sehr gerne, und die Nagelkunst ist natürlich eigentlich als solche zu verstehen, dass man selbst modellierte Nägel gestaltet, aber ich finde es trotzdem nicht verkehrt, dass es eben auch Systeme gibt, die das Ganze einfacher machen. Jetzt fragt ihr euch sicher, ja, aber wann wurden dann nun endlich Gelnägel erfunden? Denn es ging ja erstmal nur um Acryl. Den ersten Versuch gab es zu Beginn der 80er Jahre. Leider hatte man dennoch Schwierigkeiten und ungenügend Erfahrung mit den Härteprozessen. Alles war etwas schwierig. So verschwand das Produkt dann wieder vom Markt. Ende der 90er Jahre erst erhielt dann endlich das Gelprodukt Einzug auf den Nagelmarkt und etablierte sich. Auch der berühmte Shellac wurde in dieser Zeit erfunden und ist bis heute nicht mehr aus der Nagelwelt wegzudenken. So, meine Lieben, das war jetzt einmal die Nagelgeschichte kurz zusammengefasst, und ihr seht jetzt hier einmal das Endergebnis von meinen Pink-White French Nails, die ich jetzt noch einmal mit einem Aurora Top Coat Set eben ein bisschen aufpeppe. Dieses Set ist auch von Timo. Ihr habt ja gesehen, ich habe Produkte von Timo verwendet. Ihr könnt verwenden, was immer ihr möchtet. Und diese Gellacke, die härten tatsächlich ohne Schwitzschicht aus, was ich grandios finde. Man muss sich eben nicht mehr mit irgendwelchen Pigmenten quälen. Deshalb einfach meine super Top-Empfehlung, wenn ihr solche Aurora-Sachen mögt, finde ich persönlich super gut. Zurück zur Geschichte der Nägel. Ich möchte jetzt von euch einmal wissen, seid ihr Team Gel oder Team Acryl? Wärt ihr traurig gewesen, wenn das mit dem Gel vielleicht nicht geklappt hätte? Also ich wäre auf jeden Fall sehr traurig gewesen. Ihr Lieben, ich hoffe, euch hat das Video gefallen, auch wenn es vielleicht ein bisschen anders war, aber ich finde die Geschichte und die Entstehung der Nägel super interessant. Ich verlinke euch auch mal meine Quelle, wo ich das entnommen habe. Da könnt ihr das nochmal viel genauer durchlesen. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid.